Guten Morgen, Leute. Heute nehme ich euch mal mit auf die Wendy-Premiere 2, der Wendy-Film 2. Und ich freue mich da schon voll drauf. Oh, ich bin froh, dass ich überhaupt hingehen kann, weil ich war so erkältet so stark. Und ich dachte, hoffentlich wirst du Sonntag wieder gesund, damit du zur Premiere gehen kannst. Ich habe mich da auch schon so drauf gefreut, weil ich da die Mia treffe, die ich auch schon so lange nicht mehr gesehen habe. Die habe ich ja bei der Wendy 1 Premiere habe ich die gesehen. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Also der Kanal heißt Mia Pferdewelt von der Mia. Und ja, dann meine Freundin kommt auch wieder mit. Und Leute, ich muss die Kamera mal anders hinstellen. Sie sieht mich gar nicht so. Und ja, gleich mache ich mir noch die Haare und ziehe mich an, weil ich bin ja, ich habe gerade geduscht gerade eben und Haare geföhnt. Jetzt bin ich immer noch in meinem Kuschelbademantel. Und ich habe meine Einhornpantoffeln auch mal angezogen. Also muss ich mich jetzt erst noch mal ein bisschen weiter fertig machen. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Also, ich schaue mich mal eben scharf. So, jetzt geht's. Jetzt bin ich besser. Habe mir jetzt mein Outfit hier angezogen. Ich habe endlich neue weiße Chucks. Ich hatte ja letztens rote, aber die waren jetzt schon wieder bei mir so out. Ne, erstmal weg. Und jetzt habe ich neue weiße Chucks. Mal sehen, wie lange die weiß bleiben. Ich glaube, die werden sehr schnell nicht mehr weiß sein. Und dann habe ich mein Lieblingshemd an, das karierte Hemd. Leute, wundert euch nicht, dass ich immer die gleichen Sachen anhabe. Also das gleiche Hemd, weil es ist nur mein Lieblingshemd und ich ziehe es einfach dann immer an, bis ich es einfach nicht mehr sehend erblicken kann. Wieso habt ihr so schlechtes Licht? Jetzt geht's. Und dann habe ich hier die süßen Kordeln noch drin und ein paar Löckchen mir gemacht. Und meine süße Sternkette, die finde ich auch voll schön. Ich ziehe die immer ein bisschen enger an, damit man die auch sieht, weil sonst hängt die hier unter dem T-Shirt und das wäre ein bisschen blöd. Und dann habe ich noch meine Hose mit den Aufdrucken da und den Löchern drin an. Diese Jeans. Und ja, dann treffe ich mich, ich habe gerade eben noch mit der Mia gechattet, treffe ich mich um 1 Uhr, glaube ich, am Senedom und deshalb muss ich jetzt schon los. Also sehen wir uns da. Wir sind jetzt hier im Parkhaus angekommen und wir haben uns entschieden, es ist ein bisschen grün hier irgendwie das Licht. Ich habe mir gedacht, ich habe meine Haare grün gefärbt. Nein, habe ich nicht. Und wir haben unsere Jacken, lassen wir jetzt gleich im Auto, weil es wird viel zu warm und es ist auch blöd, die Jacken mal mitzuschleppen. Und ich wollte euch noch die richtig coolen Schuhe von meiner Freundin zeigen. Zeig mal. Schau mal, die glitzern. Die will ich auch haben. Die sehen voll schön aus. Also, ja, mal gucken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo! Und wir müssen uns echt mal treffen. Ja! Das ist ja so cool, da kannst du mal reiten. Ja, und ich habe gerade die Mia hier getroffen. Hallo! Voll cool! Freust du dich schon? Ja! Das ist so cool. Ja! Ich bin mega gespannt. Ja, ich auch. Und der Film spielt der in 2 Spider-Man? Ich glaube schon, ja. Ja, aber da so komisch, ich spiele so eine kleine Rolle und weiß nicht mal, was passiert. Du spielst doch selber, oder? Ja. Cool. Das ist voll krass so. Ich muss mich gar nicht verstellen. Ah, super. Okay, wir freuen uns jetzt auf den Film. Und auf Popcorn. Ha, ha. Ja. Ich auch. Und im Auto hatte ich immer auf Popcorn. Echt? Ja. Ich muss mich klein machen. Ich mach mich eigentlich groß. Bin ich mal die Kleinste. So. Echt? In der Klasse und so. No, ich eigentlich nicht. Und dann habe ich ja auch noch einige von euch wieder getroffen. Auf dem großen Fernseher liefen schon ein paar Kinoausschnitte. Aber ich bin mit meiner Freundin erstmal eine große Runde Rolltreppe gefahren. Dann war es wieder Zeit für den roten Teppich, wo die Fotografen schon gewartet haben. Und nachher kamen direkt Mia und X-Later. Mit ihr musste ich natürlich auch mal ein Selfie machen. Guck mal, das ist hier das Buffet von dem Film. Kann man sich einfach was nehmen. Das sieht alles so lecker aus.
Und da kam auch schon Jule, also Wendy. Und von ihr müssten wir uns natürlich auch ein Autogramm holen. So Leute, kennt ihr das? Wir gehen jetzt ins Kino. Wenn ihr vor dem Kino noch immer auf Toilette gehen müsst, ich war jetzt schon so zweimal auf Toilette. Also jetzt gehen wir hier rein. Danke. Und ja. Wo muss ich lang? Nach dem Film habe ich noch Finja und Svea getroffen. Die wurden hier gerade interviewt. Und dann war ich dran. So, jetzt erzähl mal, wenn die zwei, dann gibt es eine Genie. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben noch gerade eben meine Freundin zu sich nach Hause gebracht. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was es heute bei uns zu essen gibt. Kleiner Tipp, heute ist Sonntag. Und jetzt schreibt mal alle in die Kommentare. Also macht das Video mal kurz auf Pause. Schreibt rein, was ihr denkt. Und ja, Leute, dann gibt es jetzt die Auflösung. Nämlich gibt es heute bei uns Pizza, wie jeden Sonntag. Da freue ich mich jetzt schon voll drauf. Möchtet ihr auch so gerne Pizza, das könnt ihr direkt mal dabei schreiben. Hallöchen, rat mal, was heute für ein Tag ist. Ja, richtig geraten, heute ist Karneval. Ich zeige euch jetzt mal mein Kostüm. Ihr habt bestimmt das Video gesehen, wie ich mich verkleidet habe, also als Mickey, meine Freundin als Trix. Und ich habe mir jetzt hier oben wieder, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, so blaues Spray wieder reingemacht bei den Zöpfen. Und hier hinten noch so Milky Ways. Da habe ich wieder mein Milky Way Aufdruck-T-Shirt und die Hosenträger. Und dann noch meinen Rock und eine schwarze Leggings. Darunter habe ich eine Thermo-Leggings noch angezogen, weil es, glaube ich, heute kalt wird. Wir hatten jetzt gerade eben minus 6 Grad und in der Turnhalle ist jetzt auch nicht gerade warm. Und deshalb habe ich auch noch ein langärmiges unter das T-Shirt runtergezogen. Weil gleich auf Karneval in der Schule. Also erst gibt es so ein bisschen Kostümwettbewerb und ein bisschen Frühstücken in der Schule. Und danach gibt es Party in der Turnhalle. Also wir haben heute nur 3 Stunden. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr an Karneval, wenn ihr in der Schule feiert, auch immer nur weniger Stunden als bei eurem normalen Stundenplan habt. Und ich muss eigentlich nur einen Rucksack mitnehmen, weil wir machen ja heute keinen Unterricht. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Wieder aus der Schule zurück. Das war voll cool, weil wir haben erst Kostümwettbewerb in der Schule gemacht, also in seinem Klassenzimmer. Und ich habe ein Mädchen gewählt, das war Fledermaus, das war voll cool, mit so einer lila Perücke. Also sie hat eigentlich kurze Haare, aber dann hat die so lang gemacht, das war voll schön, also ich stand auch voll gut. Die habe ich gewählt und auch einen Jungen, der hat sich als Monster verkleidet, der sah voll süß, das sah voll süß aus, das Kostüm. Das war so ein lustiges Monster. Und ja, die beiden habe ich gewählt und genau die beiden haben dann auch gewonnen. Das war richtig witzig. Und danach sind wir halt noch in die Turnhalle gegangen. Also den Gewinner haben wir am Ende vom Unterricht bekannt gegeben. Also vor allem der Feier. Dann sind wir in die Turnhalle gegangen, haben da noch unseren Flashmob aufgeführt. Also wir führen immer so einen Tanz vor. Den Eltern dann, wenn die Zukunft kommen. Also meine Mama war auch da. Es hat voll viel Spaß gemacht, weil der Tanz war richtig cool. Und ja, jetzt gleich gehe ich noch zu meiner Freundin. Die macht so eine kleine Party bei sich zu Hause, weil wir wollten jetzt nicht irgendwo hingehen. Nee, lieber nicht. Dann bin ich, hab meine Freundin mich eingeladen und da gehe ich jetzt natürlich auch direkt hin. Schaut mal, ich hab mich jetzt, wie geht's? Schaut mal, Leute, ich hab mich jetzt als Indianerin einfach verkleidet. Also wir gehen jetzt zu unserem Karnevalszug hier. Ich hatte jetzt keine Lust, mein Milky Way Kostüm anzuziehen, weil das ist viel zu kalt, weil unter meiner dicken Jacke würde man das nicht sehen. Und ohne Jacke ziehe ich das ganz sicher nicht an. Mit sich auch, wie ich mit dunklen Haaren aussehe. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die Kamelle. Aber ich weiß nicht, ob ich die Hälfte essen kann oder die andere Hälfte aussortieren muss. Müssen wir einfach mal gucken, was da so Leckeres gibt. Ja.
Boah, war das heute kalt beim Zug. Also ich bin jetzt wieder zurück und meine Hände, ich habe die ja nicht mal gespürt, die waren so kalt. Und selbst meine Füße und den Achs, also es hat auch noch geregnet. Das war jetzt nicht so toll. Eigentlich hätte ich mir besseres Wetter gewünscht. Oh, man kann nichts dran machen. Und ich habe mir jetzt erstmal noch einen heißen Kakao gemacht. Und jetzt zeige ich euch einfach mal meine Ausbeute, die ich hier beim Zug gemacht habe. So. Yay! Das ist meine Ausbeute. Auch wo ist hier gefangen? Habe ich hier ganz viel gefangen. Ich bin jetzt mal hier, habe ich angefangen, hier schon zu sortieren. So, ich mag das ja voll gerne. Und wie in jedem meinem Vlog grüße ich auch jetzt jemanden im Shoutout of the Day. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommis. Ich muss die Kamera mal eben hier aufstellen. Yay, so geht's. Also seht ihr mich? Ja. Hol ich mal eben. Oh, ich hab das iPad da. Nee, sieht man mich nicht. Aber so, jetzt geht's. So, und das Shoutout of the Day geht heute an Sophia Wegener. Herzlichen Glückwunsch und es gehen ganz liebe Grüße an dich raus. Denn sie hat geschrieben, ich würde so gerne mal von dir gegrüßt werden. Das freut mich voll und deine Videos treffen auch auf mich zu, denn ich turne in der leistungsstarken Mannschaft und habe so lange Haare, dass ich auch manchmal deine Frisuren nachmache. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ich mal von dir gegrüßt werde. Küsschen und viel Erfolg bei allem, was du machst. Ah, danke, Leute. Und jetzt sage ich auch schon tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch mein Vlog gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Okay, tschüss. We're doing it all.